na und willkommen beim schlecht ausgeleuchtetsten Kanal auf ganz YouTube Deutschland, heute zumindest mal. Ich sitze vor meinem Axolotl-Aquarium und falls ihr nicht wisst, was Axolotl sind, das hier sind Axolotl. Und drei von den süßen kleinen Mini-Wasserdrachen bewohnen das Aquarium hinter mir und darum soll es heute auch gehen. Ich bin nämlich ein bisschen unglücklich mit der Einrichtung und wollte mein Aquarium ein bisschen aufpimpen und umräumen. Das heißt, die Axolotl haben heute ein großes Makeover vor sich und was ich mache, das zeige ich euch jetzt. Und die Geister scheiden sich ja bei den kleinen süßen Dingern. Ich zum Beispiel finde die todesniedlich. Es gibt aber auch Leute, die finden die eklig. Also ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von Axolotln haltet. Ob ihr sie kennt und wenn ja, ob ihr sie süß oder eher eklig findet. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr sie süß findet. Und ja, wir fangen jetzt mal an. Wir müssen jetzt erstmal das Wasser ablassen. So, wie man sehen kann, ist hier nämlich ganz schön viel durcheinander. Und insgesamt sind es, glaube ich, 200 Liter das Aquarium. Und ich finde es ein bisschen zugerumpelt. Da hinten wuchert die Wasserpest, also diese Pflanze ohne Ende. Und die haben zwar ein bisschen Platz, meine Schatzis hier, aber die schwimmen halt gerne so am Rand entlang. Und ich möchte insgesamt das Ganze ein bisschen mehr, ja, aufräumen, sag ich mal, damit die ein bisschen mehr Schwimmfläche haben und ein bisschen bessere Versteckmöglichkeiten, weil die zwei zusammengeklebten Felsen hier nutzen die das obere zum Beispiel gar nicht und die Höhle ist da so reingeklatscht. Also wir wollen alles ein bisschen hübscher machen. Ich werde den Bodengrund zum Teil ersetzen. Ich muss natürlich einen Teil auch stehen lassen, weil da ja die ganzen wichtigen Bakterien drin sind, die das Aquarium braucht. Und werde wahrscheinlich den unteren Grund komplett stehen lassen, neueren obendrauf packen und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Übrigens, falls ihr mal im Aquarium was verkleben wollt, dann nehmt unbedingt Aquariumkleber oder Aquariumsilikon, weil normale Sachen, so wie Heißkleber oder sowas, also vieles ist halt wasserlöslich, das würde sowieso wieder abgehen und man weiß auch nie, was sich da so ein bisschen ausdünstet. Übrigens, mein Axolotl-Aquarium hat aktuell 11,5 Grad, also ich habe es auch ein bisschen runtergefahren. Ich bin auch der Meinung und ich habe da neulich auch mit einem Typen drüber gesprochen, der sich halt auch Axolotl schon lange hält, dass die, wenn die im Winter halt in etwas kälteren Gefilde unterwegs sind, das zur Langlebigkeit der Axolotl beiträgt, weil die ja bei warmem Wasser krank werden. Also alles über 24 Grad ist für Axolotl auf lange Sicht hin tödlich. Deswegen, falls ihr ein Axolotl-Aquarium habt, da können nicht alle Pflanzen rein. Ich habe jetzt ein paar Pflanzen da drin, die sind nicht kaltwassertauglich. Die habe ich einfach reingepackt und habe gesagt, na gut, wenn sie kaputt gehen, hole ich sie wieder raus. Aber tatsächlich halten die bislang relativ lange. Also auch diverse Moose, die eigentlich so bei 20 Grad halten sollen, sind noch drin und halten sich sehr, sehr gut und sind auch Axolotl-tauglich. Genau, ich habe übrigens, weil die Höhlen, die ich für die Axolotl habe, die, dadurch, dass sie mittlerweile so groß geworden sind, passen die nicht mehr richtig unter die Höhlen. Ich habe eine Monsterhöhle geholt und ich werde jetzt gleich die zwei, drei etwas schärfer, wobei es ist schon relativ stumpf. Naja, ich werde es trotzdem ein bisschen abfeilen, weil die haben ja einen sehr empfindlichen Körper und die können sich halt an scharfen Kanten aufschneiden oder verletzen. Und ich werde jetzt erstmal meine Pflanzen hier rausholen. Ich habe schon einen Teil vom Wasser hier rausgeholt und jetzt hole ich gleich die Pflanzen und gleich werden dann ganz entspannt die Lottis rausgeholt. Ich habe mir übrigens noch so eine Axolotl-Höhle geholt. Das ist halt für die lieben das, wenn die so kleine runde Öffnungen haben. Und was ich euch echt nur empfehlen kann, was ich jetzt nebenbei machen werde, ich habe mir Aquariumsteine geholt. Das sind komplett abgerundete Steine. Die muss ich jetzt gleich noch waschen und dann werde ich da die Pflanzen dran binden, weil Axolotl sind kleine miese Gräberschweine. Die rupfen dir alles aus, was du jemals irgendwie eingepflanzt hast. Also es ist völlig egal, ob ihr da 15 Meter tief gegraben habt. Die wühlen halt rum und holen euch die Pflanzen innerhalb von, also wie oft ich da schon Pflanzen wieder mit runtergedrückt habe, ist unglaublich. Ich werde jetzt alle Pflanzen gleich an Steine binden. Sieht dann vielleicht nicht ganz so hübsch aus, aber also meine Axolotl zumindest sind mega die Grabschweine. Die buddeln mir alles aus, deswegen. So, Wasser ist abgelassen. Meine Axolotl zeige ich euch natürlich gleich noch in Action, dass die ein bisschen rumschwimmen und so. Das zeige ich euch gleich noch. Wir machen jetzt erstmal weiter mit dem Bodengrund, den ich auf den alten Bodengrund kippe, beziehungsweise den ich vermische. Ich habe mal wieder Axogravel oder so geholt. Das sind, also ihr könnt für Axolotl halt, wie wahrscheinlich schon ein paar Mal erwähnt, keinen Kies nehmen. Weil wenn die fressen, nehmen die immer einen Teil vom Boden mit auf. Und wenn da kleine spitze Kieselsteine sind, dann schlitzen die sich quasi von innen auf. Und dieser Axogravel besteht halt nur aus Kügelchen in unterschiedlichster Größe. Ich habe jetzt eine relativ feine Körnung hier genommen. Das ist 0,7 bis 3 mm. Weil meine tatsächlich da zum Teil auch Lebendfutter bekommen. Und das sind dann ja irgendwelche Larven und Würmer, die so über den Boden schlittern. Und da kommt halt das ein oder andere Körnchen schon mal mit rein. Und damit habe ich bislang im letzten 2 Jahren relativ gute Erfahrungen gemacht. Deswegen machen wir das jetzt rein. Ja, ich habe weißen, also so cremefarben. Ich bin mal gespannt und hoffe, dass ich den einigermaßen sauber gehalten kriege. Sonst schreie ich einfach. Ich hoffe, dass das mit dem weißen Sand
keine schlechte Entscheidung war. Da fliegen jetzt noch so viele kleine Pflanzenteile rum. Ich werde bestimmt vor rumkotzen und alle zwei Tage Aquarium sauber machen. Aber es sieht halt, finde ich, ein bisschen freundlicher aus einfach. Normalerweise bei dem Aquarium macht man ja irgendwie noch so ein bisschen Landscaping-mäßig nach hinten hoch. Das bringt bei Axolotl einfach nichts, weil die halt, wie gesagt, einfach alles umwühlen. So, machen wir schön Platz hier. Und ich habe viel zu viele Pflanzen. Okay, fangen wir mal mit den Höhlen an. Wo sind die denn? Da sind die. Da wollte ich jetzt noch Moos drauf binden. Beziehungsweise, vielleicht klebe ich das auch mit dem Aquariumkleber irgendwie hier so hin. So, ich mache jetzt noch kurz die Scheibe von innen ein bisschen sauber mit so einem speziellen Aquariumschwamm. Ich nehme dafür nur Wasser, vor allem das, was hier schon im Aquarium drin ist, weil nehmt bloß niemals Putzmittel, wenn ihr euer Aquarium sauber macht. Weder von innen noch von außen. Also bei mir kommt hier gar nichts an, gar keine Ecke irgendwie dran, weil man weiß nie, was davon ins Wasser kommt. Hallo Baby. Wir sind dir interessiert. Lass die arme Katze rein, die friert. So, das stopfe ich jetzt einfach da rein, damit das da fest wird. Oh, Stück. So, wo stelle ich das denn hin? Ich glaube, das würde ich hier nach hinten. Hier so in die Ecke packen, oder? Sieht gut aus. Ich weiß noch nicht. Vielleicht mache ich es auch hier. So. Ich muss mal gucken. Jetzt kommt erstmal die fette Höhle. Auf jeden Fall. Zack, die kommt nämlich. Nee. Ich glaube, das ist zu viel mit der hier zusammen. Die tue ich erstmal wieder raus. Weiß ich noch nicht, ob ich die benutze. Das Ding ist einfach, ich bin bei Pflanzen, genau wie bei Klamotten, einfach voll der Messi. Ich habe viel zu viele Pflanzen. Vor allem gucken, was die für lange Wurzeln haben. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich was hinpacke. Ich denke, die tue ich dann. Ich glaube auch, dass ich einen Teil der Pflanzen wegtun werde. Tatsächlich. Weil, ich möchte das gern alles ein bisschen ordentlicher haben. Und ich bin so ein Schwein, dass das einfach mit den Fingern reinballert. Ja, gibt da ja so extra Pinzetten für. Das hier ist zum Beispiel so eine ganz witzige Geschichte. Das ist eigentlich eine Pflanze, die dürfte bei so warmem, kaltem Wasser gar nicht überleben. Und die habe ich einfach seit Anfang an drin. Tja, keine Ahnung. Du lieferst hier den Gegenbeweis. Ja, irgendwie hält die. Ich weiß auch nicht, wieso. Ach so, jetzt lass ich mal gucken. Die packe ich hier noch hin. Die Schnecke tun wir auch schon mal wieder rein. Oh, bitteschön, Schnecke. Ich habe ihn nämlich schon vermisst. So, alles geklebt, was geklebt werden soll. Wir lassen jetzt Wasser ein, müssen uns auch ein bisschen beeilen, damit die Pflanzen nicht vertrocknen. Und dann lassen wir die Lottis auch schon wieder rein. Und ich habe schon wieder viel zu viel Grünzeug gemacht. Aber mehr als das mache ich nicht mehr. Versprochen, es hätte auch weniger sein können. Vielleicht hole ich nach und nach irgendwie noch ein bisschen was raus. Oder schüsse ich ein paar Sachen rein? Nein, rein tue ich nichts mehr. Die habe ich jetzt weggetan, die Sachen. Alle Schnecken sind gerettet und richtig rum rein platziert und wir machen das jetzt mal. Zeit für Katzen-Content muss auch mal sein. Wenn Lang kam vorbei, ich wollte ein bisschen schmusen. Aber wir müssen fertig drehen. Sie ist so ganz, ganz doll am Schneien draußen bei uns. Wir müssen doch fertig drehen. Draußen in der wilden Welt hat sich die Pfötchen erkältet. Oh nein. Okay, warte, ich setze ihn kurz in einen Karton, dann können wir weitermachen. Sehen Sie, wie doll es bei uns geschneit hat. Ach du Holy Moly. Voll geil. Wow. Es ist so schön. Wie ein Pfeil. So. So, weil ich ein fetter Idiot bin, habe ich vergessen, die Höhle zu fluten, weswegen mir der komplette Sand hochgekommen ist und alles, was irgendwie an Schmodder da war, ist jetzt noch ins Wasser rein. Das heißt, es ist trüber, als es eigentlich sein sollte. Es klärt sich jetzt gerade wieder, aber ich muss das Video leider fertig kriegen, deswegen kann ich es nicht hundertprozentig zeigen. Naja, aber hier ist mein Axolotl, Erika Heinrich. Es ist mein goldenes Albino-Axolotl. Die anderen beiden haben sich in die Riesenhöhle verfatzt. Naja, ich werde auf Instagram auf jeden Fall noch ein, zwei Sachen dazu posten. Also folgt mir gerne auf Instagram, @kupferfuchs. Da werde ich morgen, denke ich mal, eine Story mit dem fertig geklärten Aquarium zeigen. Ansonsten, und auch wenn man noch nicht alles sehen kann, könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Aquarium so findet. Es ist ein bisschen minimalistischer als das alte, aber ihr könnt euch ja mal angucken, wie es vorher aussah. Ich habe jetzt nämlich hier noch zwei Videos für euch. Da könnt ihr ganz viel über Axolotl erfahren. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr den Kanal abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Lasst mir auch gerne ein Däumchen nach oben da und ich würde sagen,
sagen, wir sehen uns mal im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.